liebe Freunde, ich bin's, euer Papillon. Mal ganz alleine ohne den Smitty bei Last Tide. Und mal gucken, ob ich schon den Freischwimmer habe oder das Seepferdchen. Ich versuche mal ganz alleine hier zu überleben und fahre gerade hier unten lang. Ich schieße mich mal zu den Mordbogen, um mal erstmal das erste Loot zu kriegen. Wir sehen hier, an erster Stelle ist ein Japaner oder was. Chinese oder ein Taiwanese, keine Ahnung, mit den Schriftzeichen, und einer, der goldenes Loot hat und 12 Minuten bis zum Battle Royale Modus. Aber mal gucken, wie lange wir überleben. Ich kann euch nichts versprechen. Da sind wir schon bei dem Morgbogen, geschmeidig schnell hingeschossen auf kurzem Wege. Und fangen mal an hier zu looten. Nehmen alles mit. Und mir war eben so, als hätte ich da schon eine MP. Das ist gut. Wie gesagt, wir versuchen mal hier mit geringem Loot zu überleben. Ich nehme gerne diese Ködergranaten mit und so, weil das ist eine schöne Absicherung. Der Smitty nimmt die ja nicht so gerne. Tintengranate nehme ich auch gerne mit zur Ablenkung. Und wir sehen, hier sind wohl gute Leute auf dem Server, die wohl noch nicht zum ersten Mal gespielt haben. Wir hören hier die Haie plätschern. Über uns, neben uns, hinter uns. Es ist wieder Nacht. Da sind die aktiv. Und so langsam kennen wir uns ja schon hier aus. Auf der Karte. Der plätschert darum. Den umgeben wir mal. Wir wollen nicht mehr Aufsehen erregen, als wir müssen. Und da haben wir den Kompass, der wichtig ist. Nehmen wir uns mal hier schön Medikits mit. Und sieht ja nicht schlecht aus, was wir hier haben. Tintengranate als Ablenkungsmanöver. Stahlpfeile. Die Tasche haben wir. Und wir machen uns mal auf zum Versteck des Hades, um ein bisschen besseres Loot zu kriegen. Und zwar im Dunkeln hier. Wir wollen jetzt, wie gesagt, nicht großes Aufsehen erregen. Da hinten ist einer. Den holen wir uns mal lieber. Mal gucken, ob der so schlau ist und den Heil killt. Nee, ist nicht so schlau. Der wird eher gekillt vom Mai. Ah, schönes Fressen für die Haie. Hat schon wieder einer geschossen. Wird der sichtbar gemacht? Können wir uns ihn ja vielleicht holen. Ja, nicht wirklich. Können wir auch abhauen. Hier legen wir schon mal eine Tintenpatrone drauf. Und dann versuchen wir mal zu fliehen.
Ja, wir wissen ja jetzt, dass die große schwarze Kugel hier, dass das der Megalodon ist. Haben wir ja auch jetzt schon rausgefunden. Den wollte ich jetzt alleine noch nicht bekämpfen. Vielleicht irgendwann mal. Aber zurzeit nicht. Ja, und alleine müssen wir ein bisschen taktischer vorgehen, ein bisschen vorsichtiger sein. Wir wissen es ja, hinter jeder Ecke kann jemand lauern. Und wie gesagt, wir haben nicht das größte Loot. Hier läuft einer mit einer verdammt goldenen Waffe rum schon. Scheint hier in einer Unterwasserhöhle gelandet zu sein. Hier wird es auch schon wieder ein bisschen taghell. Versuchen auch mal ein bisschen die Geier zu umgehen. Nämlich hören, sind hier Schüsse. Müssen wir eigentlich mal gucken und abwarten, was passiert. Und dazu suchen wir uns hier mal einen kleinen Unterschlupf. Ich habe so das dumpfe Gefühl, er kommt hier in meine Richtung. Rausschlucken. Das ist das Plätschern eines Haies. Das ist gut zu unterscheiden von Personen. Kann natürlich auch hier die ganze Zeit sitzen und dann warten, bis einer kommt und feigen Camper spielen. Das wollen wir ja nicht. Gut. Ich würde sagen, auf zum östlichen Vorposten. Und dann auch langsam zu Steve. 4 Minuten. Wir wollen es nicht so knapp machen wie unser Smitty immer. Dass wir vom Heilschild überrundet werden. Wir nutzen hier mal jede Deckung, um nicht gefunden zu werden. Den lassen wir mal hinter uns und gehen gleich hier in den Tang rein. Wir verharren mal wieder einen Moment. Machen uns auf unsere Reise weiter. Da war wieder ein Schuss. Rechts sind Haie.
Wie gesagt, eine Stealth-Mission. Hinten sehen wir einen Rowdy. Wo ist er hin? Wir wagen uns mal ein bisschen vor. Er hat auf jeden Fall den Heider weggeholt. Naja, wir hätten den Kampf nicht gescheut. Aber so ziehen wir uns wieder ein bisschen zurück. Da ist er. Da ist auf jeden Fall einer. Vielleicht auch ein Team, man weiß es nicht. Naja. Oben links. Ist der Rucksack. Oha. Er hat schon eine bisschen stärkere Waffe, glaube ich, gehabt. Scheint nur vor mir irgendwo zu sein. Da oben ist er. Oh. Verdammte Scheiße. Der hat eine gute Waffe. Und weg. Verdammte Scheiße. Dann machen wir doch lieber mal den Rückzieher. Ja. Oha. Bloß weiter schwimmen. Keep on going. Ach du Scheiße. Von wo schießt der? Ah, verdammte Scheiße. Schwöre ich in den nächsten.
in der Arme und bin tot. Das war ja eine luschige Runde, ey. Ach, du ehrlicher. Ja, liebe Leute, auf ganzer Linie versagt, würde ich mal sagen. Bis zum nächsten Mal, wenn ich versuche, meinen Frosch mal zu kriegen. Tschüss, auf Wiedersehen.